Hallo und herzlich willkommen zu den Lightning Talks auf der Easter Hack. Ich bin T, ich bin hier zu moderieren und viel mehr kann ich heute auch nicht. Ich habe eine Liste an die Liste aus dem Wiki abgeschrieben, für den Fall, dass mein Smartphone sterben sollte, was sehr wahrscheinlich ist bei 4% Akku. Ja, hier werden schon die ersten Vorbereitungen getroffen für den ersten Talk. Ich bin mir nie sicher bei diesen Identitätszeichen, wie man das in einen sinnvollen Satz einbauen kann, um das einfach so flüssig runterzureden. Wie formuliert man das am besten? Was jetzt? Ja, so mit den Identitätsoperatoren am Anfang. Identitätsoperatoren? Ich weiß nicht, wie man spricht. Die 3 ist gleich, ist doch Identität. Ach so. Also die 3. Das ist ich sieht das E dann sozusagen. Ja. Ah, das soll dein E sein? Okay. Aber da sind so viele. Okay. Ah, ich verstehe. Weil da war noch eins am Ende, deswegen dachte ich. Okay, der erste Vortrag, den wir heute hören, Pretty Easy Privacy by Default for Everyone von SWA. Ich habe die... Okay, ich habe die Slides jetzt auf Englisch, deswegen, es wird eigentlich am liebsten wäre, ich würde ihn jetzt auf Englisch machen auch. Ja, okay, weil das sonst kommt man immer durcheinander und macht dann totales Denglisch draus. Also das ist mir schon mal passiert mit einem anderen Thema. Okay, so then I'll do this in English. 5 minutes or a bit more, right? We have enough time. Okay, so I'm not taking more than 10 minutes, I believe. This is coming from a session yesterday as well, where we talked about mail encryption yesterday evening in this room as well, where I then just said I'll briefly introduce this project. So my name is Sva, and I want to tell you about Pretty Easy Privacy. It stands at the very beginning of rolling out privacy for default by default for everyone. So the name comes from PGP, pretty good privacy. So we're trying to do pretty easy privacy. So I'll make a brief intro, explain the concept, which is going to be the biggest part, brief notes about the organization, technology, and the current implementations. So the problem is that online communication is visible like a postcard and that this world has mass surveillance. What we're trying to give as a solution is to make mass encryption and then also add mass anonymization on top of that. So that's the overview of the concept. That's 6 points. I'll directly start with the first one. So what we want to do is to have by default encryption for the user. So what PEP does is what the user would want to do. So we're coming from this like crypto party cypherpunk background where we just said at one point, why don't we like stop writing how-to guides trying to explain the people, but instead writing user expectations into software and standards so that just software is handling the stuff out with each other and that protocols solve the rest. So another part is that it's easy. So it's easy to install, easy to understand, easy to use. There's no hassle, no trainings needed. And it shall also be easy for app developers to include that. With the Outlook plugin, which is already there, it is actually pretty easy. So people who are using Outlook right now, installing that plugin, are just using Outlook and writing emails. There's no change for them, but they're writing encrypted then. Part of the easy is that we implemented this thing we call trustwords. So instead of the hexadecimal fingerprints, we transfer them into trustwords, so that people can easier verify the fingerprints. And we are also trying to have a sync protocol, which is not ready yet, where you can sync your keys among multiple devices. It's solved over device groups, having group keys and exchanging keys with each other, and agreeing on one key, which is used then. So you always have this like the first device, like on these pictures, and then the second device can be added.
So yeah, it's already in testing. So it's already there, but not ready yet. Another part of the concept is the peer-to-peer, end-to-end, and no centralized infrastructure. So we're trying to do things right because we really want to roll out this widely. So if you do crypto and it's not end-to-end, it's not crypto. If there's any centralized service included, sure, we all use Signal, but still it's somewhat of a closed service where you have to convince your friends to actually use it. But here we're just using PGP, which hopefully everyone's starting to use. Then another part is that it's free software. Sure, if it's crypto, it has to be free software. It's GPL3, and the software is also audited. Then it shall be compatible with the multiple crypto technologies and message transports, platforms and languages. So for example, crypto, what we do at the moment is PGP, GPG, S/MIME, but what will be added at one point is OTR, OMEMO, the Signal protocol, and what else would be there at that point. Same for the transports. At the moment we do email, like all those protocols also bolded. And but want to do XMPP and also non-open standards like Twitter, private messages, and also GNUnet or stuff like SMS even. So then the next part in the concept is the anonymity, which comes then next. So content encryption is not everything. We all know this, that there's a problem with email still, even if you encrypt it. The metadata still is still visible. PEP encrypts the subject line in line already and tries to obfuscate and encrypt the header as much as possible. Then it will be piped over GNUnet later, but I'm not explaining this now because I'm already running out of time. Also skipping the summary. Organization, it's a company and a foundation. It's a pretty long, well-thought concept of having a company still being able to earn money, but having a foundation owning the code so that you can also receive investor funding, blah, and the code will never get lost. Then now, quickly into the architecture. In general, we have this engine, which is like an API, which you can include via adapters into your existing applications. So if you write, like if you are the owner of an SMS application on Android, you can just add the engine and then your SMS will be encrypted. So as an app developer, you don't have to care for all the crypto parts. You need to trust the foundation and the code audits and everything, but you can just include it. And whenever something changes in the encryption stuff, the engine will take care of it. And you as the app developer, you just need to take care of your interface to the engine. So that's a list. Now I'm already on 9 minutes. So there's JSON and Java and Python and Qt adapters are all there. We're developing on all platforms. This is some more in the the engine, but I'll skip this. And the current implementation is at the moment that it does OpenPGP and S/MIME without any hassle for the user. There is a K9 fork, which is ready to use, and an Outlook plugin add-on, which is ready to use. And once you have installed this, you can just use email encryption, or your parents can use email encryption without even noticing it. So you always have an initial handshake to exchange the keys, but then that's done. Oh, and then by 7 minutes, by the way, I looked at the wrong time. Anyhow, Thunderbird Enigmail is going to have it with the next release coming sometimes during the year. I think that will be aiming for most of us using GPG at the moment. We would be using Thunderbird. So it's like as a now Thunderbird user, by default, nothing changes. You'll be still then having all these advanced settings, which you have right now. But you can switch then to the like default mode, which takes care then of the key management and everything. So yeah, 8 minutes, that's about it. Thank you. Vielen Dank.
Okay, der nächste Vortrag ist, wir machen uns den Bahndamm schön grün, Entschuldigung, von Horst Janne. Danach steht PSIC Web of Trust von Grothoff. Kann ich schon mal bereit machen. Ich bin quasi Mitglied im Eigenbaukombinat in Halle. Wir haben dort ein ziemlich großes Gebäude und haben festgestellt, wir haben hinter dem Gebäude noch eine alte Schutthalde. Die war komplett zugewuchert. Wir haben angefangen, da das Grünzeug rauszuruppen, beziehungsweise das gelbe Krams, was man da an der Seite sieht. Diverse Büsche und Dornenhecken und sowas und haben das weggeräumt. Das sieht jetzt so aus. Und weil wir beim Aufräumen festgestellt haben, dort liegen Unmengen an alten Glasscherben, irgendwelche Backsteine und Zeugs, haben wir gesagt, wenn wir dort irgendwie Grünzeug anbauen wollen, wäre es vielleicht ganz gut, wenn wir das nicht direkt im Boden machen, sondern in Hochbeeten. Haben geguckt, was sieht cool aus, was gefällt uns, und wir haben festgestellt, wir möchten gerne Tassen machen, also Pflanzkübel. Haben von den Nachbarn eine großzügige Reifenspende bekommen. Und haben im Internet eine Seite gefunden, wo daraus eben Pflanztassen gemacht worden sind. Ich will euch jetzt kurz erklären, was wir gemacht haben und was wir daraus gelernt haben. Wir haben sie aufgeschnitten. Einmal oben hier im Kreis. Haben den Siff rauslaufen lassen, der sich da angesammelt hat. Haben versucht, die umzudrehen, weil diese untere Seite umgedreht werden muss. So geht's nicht. Schlechte Idee, wenn ihr das nachmachen wollt, bringt nichts. Es geht mit sehr viel Gewalt und bestenfalls zu dritt. Nahaufnahme. Und zwar, einer muss nach oben ziehen, der nächste muss hinten quasi umdrehen und umwenden und der letzte muss quasi nach da ziehen und Reifengummi nachgeben. So sieht's dann aus, wenn's gewendet ist. Ja, wartet mal ab. Ansprühen, Henkel dran machen. Wir wollten schnell fertig werden, deswegen haben wir irgendeinen Ast genommen, der da halt rumlag, und haben den blau angesprüht. Das ist die Version nochmal mit einem Gartenschlauch, den wir halt zu so einem Henkel gemacht haben. Den haben wir angeschraubt und dann noch mit angesprüht. Haben aus einer alten Gardine oder Tischdecke oder sowas die als Muster genommen, haben das besprüht. Hier ist nochmal, wenn ihr sowas nachmachen wollt, müsst ihr halt gucken, dass das Muster wieder passt, aber das ist, glaube ich, logisch. Zu einer schönen Tasse gehört ein Goldrand.
So sieht das Ding dann fertig aus, wenn es einen Goldrand bekommen hat. Und so sieht das Teil jetzt fertig aus. Ne? Was wir gelernt haben, dieses Tutorial-Video da auf YouTube funktioniert nicht, weil der Gummi, den die dort verwendet hat, war, weiß ich nicht, war ein Witz. Und wir haben halt normale Autoreifen gehabt und das geht gar nicht. Also da musste schon zu dritt ran, die hat das alleine gemacht. Wir haben festgestellt, Sprayfarben gibt es in zwei Qualitäten, Kunstharz und Acryl. Uns ist auf halber Strecke dann die Acrylfarbe, die wir hatten, ausgegangen. Das heißt, wir hatten dann auf einmal eine andere Farbqualität, weswegen das Muster auch nicht so super geworden ist. Kunstharz hält wohl länger, ist aber scheiße, wenn man diese Decke nass macht, damit sie einfach auf dem Material pappt. Und wenn du da mit Kunstharzfarbe drüber sprühst, dann wird das Muster einfach scheiße. Es funktioniert mit Acrylfarbe richtig, richtig gut, aber eben mit dieser Kunstharzfarbe nicht. Das macht Murks. Kunstharz hält wohl länger. Ich weiß nicht, ob es sinnvoller wäre, dann die Tasse mit Kunstharz zu grundieren. Das ist das, was man üblicherweise im Baumarkt kriegt. Und wenn ich einen Sprayerladen kriege, dann gibt es da Acrylfarbe. Genau. Wir haben für die Goldkante Klopapier genommen, weil wir dachten, wenn man das nass macht, dann hält es gut und dann macht es eine gerade Kante. Das hat sich aufgelöst beim Abmachen. Also deswegen die scheiß Idee. Und wenn ihr das nachmachen wollt, dann bedenkt, Autoreifen sind flexibel, die Farbe ist es nicht. Also fertig machen, irgendwo hinstellen, nie wieder bewegen, weil sonst die Farbe einfach abblättert. Genau, das war's. Fertig. Als nächstes PSIC, Web of Trust, oder PSIC von Grothoff. Der Vortrag danach wäre NetzDG von... Danke. Okay. I was asked I should say something about GNUnet, so I thought I'd say something about what we might have in GNUnet in the future to support projects like PEP or AutoCrypt. I hope most of you are familiar with the idea of the Web of Trust, where when I'm in GNUPG and I want to verify is your key correct and I haven't had you sign it, well, I haven't signed it personally, I might rely on somebody else to have checked it, right? So for example here, Bob has said, well, these are a bunch of other users in the network. These guys have certified that Alice has some key. And if Bob trusts enough of these helpers, then he might say, okay, well, then that must be Alice's key, right? This is a very simplified version of the Web of Trust, but all that we will support. Now, the problem with the Web of Trust as it's implementing GNUPG is we basically upload all of the edges here to the big internet for everybody to see. And well, I guess, well, now everybody has a record of who has met whom where, possibly. And we don't like that, right? So we would like to be able to say, well, there are enough people that have certified Alice's key, as in the number of nodes here is big enough, without revealing to anybody this graph, right? And so what we've developed is a protocol, but not an implementation yet, to do this. So the basic setup, as I said, is Bob says he has a couple of people he trusts, right? And people have signed Alice, right? But we do not want to expose the signatures. And we assume that Alice has collected these signatures ahead of time, but has of course promised the people that have certified her to not ever tell anybody who certified her, right? That's the key part. Okay, so we want to compute the set of the intersection between the people who have certified Alice and the people who Bob trusts, right? We assume Sybil Crypto, we have a private key CI, we have a generator G where we can do G to the CI to get a public key out of it. We're going to start with Alice picking some ephemeral TA and Bob picking some ephemeral TB to blind their values. So I'm going to start with a simple strawman protocol. Suppose we have Alice has her set of people she trusts. So what she will do is she'll take for every key she has in her set, the key to the TA, thereby blinding it, sends that to Bob. Bob takes his set,
raises them to the TB, takes the set he received from Alice, raises it also to the TB, and sends both back. And then Alice raises Bob's set also to the TA. And now, according to Diffie-Hellman, well, we can see if they match. Right? High-level idea clear? Of course, this does not work. Right? Otherwise, I wouldn't have called it a straw man. Let me explain to you why it doesn't work. Suppose Bob has gotten two people into the set of individuals Alice trusts. And so he knows, actually, C1 and C2 in LA. You know, he might have gotten lucky with two people in there. And then he can see the relationship when Alice raises them to TA, sorry, it should be TA here, he can see that this relationship is still there. And then he can use effectively linear combinations of one of them to produce fake matches in the set. So it's not robust. Okay, so what do we do for real? Well, we assume some security parameter kappa because we're going to have to use a cut-and-choose protocol. We're going to use a bunch of blinding factors, TBI, so kappa of those. And we need a hashing operation, so we're going to have, if we write a little tick here, that means we hash every element of the set and return the set of everything hashed. Okay? So, then the protocol starts with Alice again masking the set of her public keys in her set. Then Bob does the blinding as before, but just kappa times with the kappa different values, but doesn't send her back the blinded ones, but the blinded and hashed ones, and resorted them. He shuffled them, right? Then Alice says, okay, well, I need to check if you did your operation correctly, so I'm going to give you a subset of kappa entries, and for the ones that I picked, you're going to show me that they did the operation correctly, the binding operations. For the ones that I did not pick, you're going to reveal to me the binding factor so I can check that you did the rebinding correctly. And with that, she can then compute the overlap again. And this time be sure that Bob did not do any cheating with probability 2 to the kappa. Now, little problem, we also need to make sure that Bob doesn't put keys into a set. They have to be signed to be certified that this is really his key. And it turns out there is a blind signature protocol, a signature protocol by Bonnet, which is compatible with this blinding. So if you use this signature protocol, kind of the signature, you can do the same operation as you do to the blinding of the public key, and the signature will still be valid. And so we can check the signature that they hold. Okay, details in the paper. I hope somebody implements this, put this into AutoCrypt, puts this into PEP, and then we can have a web of trust verification of public keys without having a public web of trust. Thank you. Hast du es ja sogar in 5 Minuten statt 10 Minuten geschafft? Ja, ja. Ja, kann man sicher. Okay. Also Folien Englisch, Vortrag Schwäbisch. Es geht um Borg-Backup. Und ein griechischer User hat mal gemeint, zu Attic, nicht zu Borg, also zum Vorgänger, er hätte den Holy Grail of Backup-Software gefunden. Könnt ihr dann selber beurteilen, ob das stimmt. Zur Geschichte, Borg ist ein Fork von Attic. Attic ist also quasi so das Parent Project. Ist auch nicht neu, der Originalautor hat nur etwas wenig Publicity und Werbung gemacht, deshalb kennen es wahrscheinlich die meisten trotzdem nicht. Ist ungefähr 5 Jahre alt gewesen, als wir es geforkt haben. Und das Problem, weshalb wir es überhaupt geforkt haben, die Entwicklung ist halt nur recht langsam vorangegangen und es gab einen Haufen Pull-Requests, aber nichts ist gemerged worden. Also generell, es war nicht sehr offen für neue Developer und deshalb haben wir halt nach so ein paar Monaten dann beschlossen, okay, wir machen halt einen Fork, auch wenn es ein bisschen Stress macht vielleicht. Und dann haben wir es halt geforkt und seitdem geht eigentlich alles viel schneller. Und es gibt jetzt auch so eine kleine Community von ein paar Entwicklern. Es ist also nicht nur einer, der dran rumhackt, sondern jetzt immerhin so eine Handvoll Leute. Und wir haben also diese ganzen Pull-Requests, wo da so rumlagen, haben wir alle gemerged, also die, wo halt brauchbar waren. Und hunderte von Bugs gefixt. Und auch wenn jemand mitmachen will, darf er jetzt gerne mitmachen. Wir reviewen also auch neue Pull-Requests. Und das Ganze geht jetzt also viel schneller voran wie vorher.
Kurz zu den Features. Es ist also ein relativ einfach zu benutzendes Backup-Tool. Es ist kein Monster-Tool, wo man erst 2 Wochen Schulung machen muss. Die Besonderheit an dem Tool ist, dass es dedupliziert, aber es tut nicht nur komplette Dateien betrachten, sondern es tut die Dateien praktisch in Brocken zerhacken, also sogenannte Chunks. Und dann werden diese kleineren Brocken quasi dedupliziert. Also wenn sich ein Bereich von der Datei ändert, aber der komplette Rest der Datei bleibt gleich, dann muss er halt nur praktisch ein paar neue Chunks generieren, aber halt nicht die komplette Datei nochmal abspeichern. Wir haben auch Kompression drin, sowohl sehr schnelle Kompression, LZ4 ist was super Schnelles. Zlib ist so ein bisschen mittlere Geschwindigkeit und LZMA ist eine langsame, aber sehr gute Kompression. Wir haben auch Verschlüsselung, AES im Counter-Modus. Und wir haben nicht nur Verschlüsselung, sondern wir haben sogar Authenticated Encryption. Also es wird sichergestellt, dass keiner irgendwo an der Krypto irgendwelche Bits rumdreht. Ist also noch ein HMAC obendrauf. Das Backend ist wie so eine Art Key-Value-Store und wir können also entweder direkt in ein Filesystem reinspeichern, was irgendwie halt gemountet ist, oder wir können über SSH mit einem Remote-Borg reden, über so ein Remote-Procedure-Protokoll. Das Ganze ist unter BSD-License, wir haben recht gute Dokumentation inzwischen, Plattform-Support ist ganz gut, also Linux, BSD, Cygwin, Mac OS X, NetBSD, OpenBSD, also so ziemlich alles, was man findet, außer Native Windows, das ist momentan noch in Arbeit. Also wenn sich da jemand dafür interessiert, momentan ist nur ein Entwickler, der an Windows arbeitet, da könnte man noch ein paar mehr brauchen. Wir machen auch recht spezielle Sachen, so Extended Attributes und ACLs und BSD-Flags, also so alle Besonderheiten, wo es irgendwie gibt. Man kann Backups mounten und einfach dann über ein Fuse-Dateisystem reingucken und sich ein paar Dateien rausholen. Das Ganze ist auf Python 3.4 Basis und für die geschwindigkeitsrelevanten Sachen haben wir Cython und C im Einsatz. Wir benutzen Travis CI und die Test-Coverage ist auch ganz ordentlich, so irgendwie 80-90%. Zu der Deduplizierung noch ein paar Worte. Viele von euch benutzen ja wahrscheinlich Rsync irgendwie mit Hardlinks zusammen und damit kann man ja auch schon so ein bisschen deduplizieren. Aber eins der Probleme, die man dann typischerweise hat, ich habe eine virtuelle Maschinen-Image mit irgendwie Windows drin oder Linux, BSD, irgendwas, die ist 20 GB groß und sobald ich die VM anstarte, ändert sich die Datei und ich habe sofort die komplette Datei wieder auf dem Backup drauf. Bei Borg ist das viel besser, weil er halt nur die Unterschiede speichern muss. Also wenn sich da nur ein bisschen was ändert, habe ich nicht nochmal 20 GB extra. Das gleiche gilt auch, wenn ich LV-Snapshots mache oder wenn ich komplette physikalische Platten, das Block-Device, backuppen tue. Genauso, wenn ich ein riesen Verzeichnis habe mit Bildern und tue das irgendwie jetzt umbenennen auf Bilder 2016, das macht mir meine Deduplizierung nicht kaputt, weil er sich nicht an den Namen orientiert, sondern wirklich an den Inhalten. Und die Deduplizierung, die ich kriege, ist sowohl also die innere Deduplizierung, wenn ich Dateien doppelt habe, als auch die historische, weil ja historisch die meisten Dateien immer wieder die gleichen sind, als auch wenn ich Dateien von Maschine A auf Maschine B verschiebe, die Deduplizierung funktioniert dann immer noch, wenn ich das ins gleiche Repository backuppen tue. Funktionieren tut es über einen Rolling Hash. Wir tun also wie so eine Art Fenster über die Datei drüber schieben und immer wenn der Hash auf den letzten paar Bits halt quasi eine Nullstelle hat, dann schneiden wir praktisch die Datei. Das heißt, diese Schnittstellen sind nicht an bestimmten Positionen, die jetzt ein bestimmtes Raster darstellen, sondern wir orientieren uns an den Daten selber. Das heißt, wenn ihr Einfügungen habt in der Datei oder Bereiche rausgelöscht werden aus der Datei, bleiben die meisten Chunks trotzdem die gleichen. Und dadurch kriegt man dann eigentlich eine recht gute Deduplizierung hin. Aber man kann diese diversen Parameter auch konfigurieren. Eine Besonderheit, die noch drin ist, dieser Chunker wird geseedet mit einem Random Value. Das heißt, man kann auch kein Fingerprinting nachher auf den Längen machen, um festzustellen, ob jemand eine Datei hat. Abgespeichert wird es in den Key Value Store und die Storage ID ist halt entweder der Hash oder die HMAC, wenn man die Krypto anhat. Wir haben momentan eine 1.0 Release draußen. Jetzt gibt es gerade 1.0.10. Könnt ihr also benutzen, funktioniert. Vielleicht nicht uralte Versionen nehmen, weil wir haben halt immer wieder Bugfixes und teilweise auch Security-Fixes gemacht.
Demnächst wird es eine 1.1-Version geben, wo wir so ein paar neue Features noch drin haben, wie zum Beispiel Differenzen berechnen zwischen zwei Full-Backups. Und auch im Code haben wir so diverses aufgeräumt. Und für den Sommer haben wir jetzt noch vor, die Krypto noch deutlich zu verbessern. Zum Beispiel AES-GCM-Modus, weil man dann halt in einem Pass sowohl die Encryption als auch die Authentication berechnen kann. Seither haben wir da halt immer zwei Passes. Die Keys wollen wir ein bisschen flexibler gestalten und auch, dass man verschiedene Cipher-Suites verwenden kann. Ebenfalls wollen wir noch Parallelisierung machen. Momentan ist es noch single-threaded. Das ist von der Performance noch nicht ganz optimal, aber wir haben da jetzt also vor, vielleicht auf Zero-MQ-Basis das Ganze mit mehreren Threads zu parallelisieren. Ich habe aber schon einen Versuch gemacht und habe so diverse Race-Conditions gefunden. Also den nächsten Versuch werde ich etwas vorsichtiger machen, dass da weniger Probleme gibt. Wenn ihr helfen wollt, wenn ihr Python, Python, C könnt, einfach beim Coden helfen. Ihr könnt auch, wenn ihr im Security-Bereich engagiert seid, ein Security-Review machen. Performance-Tests, macht einen Blogpost, vergleicht es mit irgendwelchem anderen Kram. Also wir könnten ein bisschen mehr Publicity gebrauchen, weil es ist irgendwie zu wenig bekannt eigentlich. Jeder kennt Async, jeder kennt irgendwie Tar und so, aber diese moderneren Tools, die sind noch nicht so arg bekannt. Wenn ihr Bugs findet, einfach auf GitHub einwerfen. Wenn jemand Geld investieren will, man kann über Bounty Source auch mit Geld sponsern und entweder bestimmte Tickets sponsern oder einfach so allgemeine Donation draufschmeißen. Hilft also auch. Liegt auf GitHub rum. Organisation heißt Borg Backups. Gibt auch Freenode einen Channel. Ihr könnt mich auch in der Frühstücksgegend dort finden dann. Ihr seht es ja am T-Shirt, ist kaum zu übersehen. Wie viel Zeit haben wir noch? Zwei. Okay, ich habe nicht nur ein paar Bonus-Slides. Wir unterstützen übrigens schon OpenSSL 1.1, obwohl das so ein bisschen anders war. Haben wir eingebaut. OpenSSL benutzen wir übrigens nur für die Krypto-Primitive, also halt AES an sich. Also wir machen nichts Kompliziertes mit OpenSSL, also braucht ihr keine Bedenken haben. Was ganz nett ist, OpenSSL benutzt automatisch die Hardwarebeschleunigung. Wenn ihr also so eine Intel-CPU habt, die das in Hardware kann, dann geht es doch recht zügig. Die Authentication, die wir oben drauf machen, ist allerdings nicht hardwarebeschleunigt. Das ist halt so ein HMAC, der in Software gerechnet wird. Aber wir werden in der 1.1er-Version dann Blake2B haben. Das ist doch deutlich zügiger wie so SHA-256. Genauso dieser GCM-Modus, der kann das auch mit Authentication etwas schneller. Random benutzen wir übrigens von DevURandom, also so eine der besseren Quellen, haben wir nicht selber gestrickt. Und als Tipp, falls ihr irgendwas mit Hashes macht, benutzt SHA-512, nicht SHA-256. Das ist nämlich schneller, 64-Bit. Oder noch besser, gleich Blake2B nehmen, das ist noch schneller. Kompression, wenn ihr das Borg ausprobiert, bitte nicht Performance-Tests mit LZMA,9 machen, das macht gar keinen Sinn. Weil das verbrennt CPU-Zyklen ohne Ende, benutzt einfach LZ4, das komprimiert auch so ein bisschen und ist viel schneller. Werden wir übrigens in 1.1 auch für die Vorhersage der Komprimierbarkeit verwenden, weil das einfach so schnell ist, dass man das einfach kurz draufschmeißen kann. Mit Recreate kann man Repos auch neu komprimieren. Zu dem Chunking wird 1.1 auch über Recreate eine Funktion anbieten, wie man rechunken kann, also wenn man sich die Chunking-Parameter anders überlegt. Was ihr beachten müsst, wenn ihr die Chunker-Parameter so unterwegs ändert, alte Chunks werden natürlich dadurch nicht geändert, die bleiben dann erstmal, wie sie sind. Und die Deduplizierung ist übrigens auf Basis von SHA-256, also nicht auf Basis von diesem Rolling-Hash, weil der ist nicht kryptografisch, den nehmen wir einfach nur zum Schneiden. Und dann wird das SHA-256 auf diesen geschnittenen Brocken verwendet. Wir haben eine eigene Hashtable in C, da gäbe es auch noch Forschungs- und Messbedarf. Das haben wir deshalb gemacht, weil wir einfach speichereffizient benutzen müssen, weil ihr könnt euch ja vorstellen, wenn ihr zig Terabytes an Daten in Brocken zerhackt und die irgendwo reinspeichert, ihr müsst nachher die ganzen Brocken ja wissen, was habe ich und was habe ich nicht. Wir haben jeweils 32 Bytes pro Chunk und die müssen wir irgendwie effizient checken können, halt haben wir diesen Chunk schon oder haben wir noch nicht und deshalb halt eigene Hash-Tabelle.
Wird gerade auch dran gearbeitet, vielleicht demnächst mit Robinhood Hashing. Da könnte man allerdings noch ein bisschen Performance-Messungen gebrauchen. Wir haben übrigens einen sehr schnellen Modus, wie man, wenn man so das zweite Backup macht, quasi gleichgebliebene Dateien überspringen kann. Er guckt einfach auf die M-Time, auf die File-Größe und auf die Inode-Number. Und wenn das alles gleich geblieben ist, geht er davon aus, die Datei ist identisch und das geht dann sehr schnell. Borg macht übrigens immer Voll-Backups. Das ist kein inkrementelles Backup-System. Es fühlt sich nur so an, weil es halt so schnell ist. Ja. Und das kommt halt durch diese paar Tricks. Ja, okay. Bin soweit durch. Wenn ihr noch Fragen habt oder Anregungen, ihr findet mich ja. Als nächstes erzählt uns der Philipp, stellt uns der Philipp drei nicht miteinander zusammenhängende Nifty Tools vor. Und der letzte Vortrag, der soweit im Wiki stand zu Beginn dieser Session, ist von Stitch, SBA Terrain Trailer. Ist der da? Ja? Du kommst danach. Sehr schön. Ist an? Hallo, hallo? Ja, sehr schön. Okay, herzlich willkommen zum Kurzvortrag Nifty Tools Nummer 1. Ha, sobald hier die Leitung mal funktioniert. An, aus, an, aus. Ich fange gleich nochmal an. Ja. Handy. Ja, da hilft, da hilft. Da gibt es was ganz anderes. Kannst du mal die Ausbildung irgendwie ändern? Na klar. Die Herzzahl oder Auflösung. Display. Der will immer umschalten. Der schaltet doch immer hin und her. Ja. Okay. Nehmen wir vielleicht mal auf eine andere Auflösung. Ja. Aber 720. Ich versuche es zu erwischen, wenn es mal da ist. Ah, jetzt. Ja. Yay! Sehr gut. Okay. Fangen wir nochmal an. So, herzlich willkommen zum Vortrag Nifty Tools Nummer 1. VCSH. Jeder, der ein Unix, ein Linux, ein macOS, egal, benutzt, der liebt in der Regel seine .Files. Man stellt sich den VI ein, seine Shell, den ganzen Kram wird schön in so .Files abgelegt und irgendwie will man die mal sauber aufheben und am besten versionieren. Jetzt kommt man irgendwann sehr schnell auf die Idee, na, da benutze ich doch Git dafür, weil das kann ich überall hinpushen, da habe ich eine Historie, alles richtig schön. Das Blöde ist bloß, ja, irgendwann will ich ja vielleicht auf einem Rechner nur meine VI-Config-Files, nur meine Git-Config-Files, aber beispielsweise nicht meine Emacs-Settings. Und da hilft ein Tool, das heißt VCSH. Und was das macht, das ist einfach ein Wrapper um Git außenrum und das ermöglicht mir, ein Git-Repository in meinem Home-Verzeichnis zu verwenden, obwohl die Daten davon eigentlich woanders liegen. Klingt jetzt erstmal wahnsinnig kompliziert, ist aber total easy zu benutzen, weil ich muss das Ganze einfach nur benutzen, indem ich schreibe VCSH, mein Projektname und dann mein klassisches Git-Kommando. Um so ein Projekt anzulegen, sage ich einfach einmal, naja, VCSH init und zum Beispiel hier Vim für meine VI-Settings, fügt dann die Sachen hinzu, dann sage ich eben VCSH vim add tilde.vimrc und dann eben VCSH write
Gitignore Vim. Das ist das Einzige, was ich noch zusätzlich machen muss, weil er sonst mein ganzes Heimverzeichnis natürlich als Bestandteil dieses Repositories ansieht. Und dann kann ich das Ding ganz normal als Git benutzen. Wie benutze ich das Ganze, wenn ich jetzt ganz viele Repositories habe auf einmal? Dann gibt es so einen Wrapper nochmal um, ich habe ganz viele Repositories rum, der MyRepos heißt. Und das war es auch schon. Dankeschön. Okay, Nifty Tools Runde 2. Ein kleines Tool namens Do the Backup ist ein kleiner, Backup-Wrapper für Files, für MySQL, LDAP, Git und ein paar andere Werkzeuge noch mehr. Findet man einfach auf GitHub unter xzfastx Do the Backup. Kann man einfach mit pip installieren, ist ein Python 3 Projekt und alles, was ich dazu brauche, um es zu benutzen, ist so ein dolles Config-File, ganz normal YAML, kopiert man sich am besten so ein Beispiel. Und darin kann man eben beschreiben, dass man zum Beispiel Files mittels Async weg synchronisiert haben möchte. Mit diesem Modus Month wird auch automatisch pro Tag des Monats ein Verzeichnis angelegt. Wenn sich Files nicht geändert haben, sind sie einfach auf den vorherigen Tag gehardlinked. Und irgendwann habe ich einfach so ein Verzeichnis von 0 bis beispielsweise 31. Und da sind immer die Vollstände drin, ohne dass ich aber unbedingt mehr Platz brauche für die Files, die sich nicht geändert haben. Das Ganze führe ich dann einfach in dem Cronjob aus und schaue ab und zu mal in meine Logs, ob ich denn Fehler habe. Und auch das war's wieder. Und weil es so schön war, ein relativ großes Tool wieder. Für alle, die es nicht kennen, Nifty Tool Nummer 3, MicroPython. Und zwar gibt's inzwischen, und es kennen wahrscheinlich hier drin sehr viele, aber alle, die sich bis jetzt gescheut haben vor Embedded-Entwicklung, es gibt inzwischen so kleine Microcontroller, die nicht nur wahnsinnig billig sind, sondern auch noch WLAN direkt an Bord haben. Ich hänge sie einfach via USB an den Rechner. Ich brauche keine spezielle Hardware, keine spezielle Software mehr. Ich kann so ein Ding einfach in die Ecke schmeißen und gut ist. Und jetzt scheut man sich aber vielleicht noch davor, so C-Programmieren und so, sehr low-level. Aber da gibt es jetzt neben Lua auch noch die Möglichkeit, Python auf diesen kleinen Mikrocontrollern auszuführen. Insbesondere der ESP8266 und der ESP32 sind da immer noch sehr prominente und beliebte Modelle. Und das Ganze kriege ich einfach an den Start, indem ich ein Python-Tool benutze, das ESP-Tool, gibt den Port an, unter dem sich das Gerätchen hier via USB an meinem Rechner meldet, schreibt dann das runtergeladene Image von der MicroPython-Homepage drauf und dann kann ich schon direkt beispielsweise mit Screen mich auf das Gerät drauf verbinden und habe eine REPL, also so ein ganz normales Python, geben Sie Ihren Code ein. Und wenn ich länger entwickeln will, will ich natürlich alles schön in dem File ablegen, das kann ich lokal machen und dann auch mit diesem AMPy-Tool beispielsweise direkt aufs Gerät rüber kopieren und auch ausführen. Wenn ich das Ganze einmal richtig eingestellt habe und das Ding kriegt Strom, führt er einfach die main.py aus und ich kann total easy mit Python Dinge tun, wo ich normalerweise immer sagen muss, da packe ich dann C aus und dann muss ich mich mit Arduino beschäftigen und ähnliches. Das ist ganz normaler Python-Code. Es gibt schon jede Menge Libs, um kleine Displays anzusprechen, um Sensoren auszulesen. Mit 100 Zeilen Code kann man ein Display ansprechen, den Temperatursensor auslesen, via Internet Nachrichten rausschicken, wie die Temperaturverlauf ist in der Wohnung und so weiter und so fort. Deswegen bitte mal ausprobieren. MicroPython, sehr coole Sache. Vielen Dank. Vielen Dank. Letzter Vortrag von Stitch. SBA Terrain Trailer und SHA-1 is only good for decoration. Does the computer also have audio? We will find out now. Okay.
So I can talk, but I've used 45 minutes of my time to create a video. So that's the first part. This is the terrain of outdoor hacker camp SHA 2017. That's this year. And it should have like music now. I don't know if it works. Work. Oh, I have to lean on the connector. So it's a very, very big camp. Compared to the CCC camp, actually, these camps are families of each other. So we just rented this whole terrain for all of us to have a good time this summer. So there will be many fields, as you can see here. These camps date back to 1989. Then it started with a few people, like a few hundred, and it grew and it grew. And now there's also CCC camps and EMF camp in England. And this year the Dutch are, well, asked to do this, or willing to do this. They're absolutely crazy, but happy to do so because it's fun. What you see now is the scouting. This is the terrain that scouting saved for over 30 years, and they bought it. Oh, yeah, they are very fast and very diligent. I know there's something new. This will be the first hacker camp, big hacker camp, with a harbor. You can go by boat if you want to.
So yes, this is basically the terrain of the next Dutch Hacker Conference. It's on August 4 to 8, 5 days. There will be 3 tracks, over 100 speakers, and of course everybody here is invited to come and have a good time. That was part one. So, part two. Also, the Creative Commons music is awesome. Part two. So, SHA-1, the well-known hash function, is broken for a few weeks now. Well, it was broken in theory, but they made it practical. And we designed the design and the colors based on the SHA-1 hash function. So what you see here are 6 colors based on the SHA-1 hash of SHA, and 11,036 spaces, and then 2017. So the last 4 digits of the hash is also 2017. And I can show you this. If I find the mouse, like, come on. Hello. See, nice colors. And it works very simple. I hope it's readable. So if you make a SHA-1 hash of something, you get these 160 bits, and it translates into hexadecimal, and you can split it up into HTML color codes, which is done here. And there was a brilliant person a while ago that cracked, or that read some data from memory and was not allowed to publish it. And what the person did was to create a flag in the exactly the same color as the code. Well, then that was a nice workaround to still publish the DVD decryption code. So, good. This is a small change of that. And basically, everybody can create their own design for their villages and for the projects and everything. If you register on the wiki, you get your own user page with your own flag. So my name is then Stitch, but I write it a little bit different because I like the colors better. Something like this. So that's what you see also on the... Oh yeah, there's no internet for me. No internet for me. Here we go. So all the pages all have nice colors. That's because the title makes up the background colors. And if you go to villages, for example, also different colors. Let's pick out a nice village. EMF, for example. And they entered like the specific name electromagnetic field, and they get these colors. So SHA-1 is now only good for decoration. Please make good use of this. Thank you. Mehr Vorträge haben wir nicht im Wiki stehen. Gibt es noch irgendwelche Leute, die spontan sagen, hey, ich habe gerade zufällig eine Präsentation offen und noch Zeit? YOLO. Niemand? Gut. Dann nicht, ne? Vielen Dank an alle Vortragenden. Und habt noch viel Spaß auf dem Event hier. Ihr seid hier jetzt durch. Ihr dürft gehen, wenn ihr wollt.